Die gesetzliche Rentenversicherung ist immer wieder ein Streitthema in der Politik, gerade wenn es ja um die neuen Koalitionsverträge geht. Egal, ob es jetzt eine Ampelkoalition geht oder eine Jamaika-Koalition, ja, das Thema Rente ist brandaktuell und hier möchte ich nochmal dieses Thema aufgreifen und euch mal noch ein bisschen, ja, was über die gesetzliche Rente erzählen und ja, wo die Reise hingehen wird. Also ganz viel Spaß beim Anschauen. Hi, ich bin der Michael. Ja, und auf meinem Kanal geht es um Finanz- und Versicherungsthemen, die ich in kurzen, bündigen Videos hernehme und so einfach wie möglich versuche zu erklären. Das heißt, wenn dir mein Format gefällt, dann ja, abonnier doch meinen Kanal und like doch dieses Video, dann helft ihr mir natürlich sehr. Und heute möchte ich mich mit dem Thema, ja, mal wieder Rentenversicherung auseinandersetzen mit den Plänen, ja, der Koalitionen. Wenn man die Pläne der Koalitionen sieht, ob das jetzt eine Ampelkoalition wird, eine Jamaika-Koalition, sieht es eigentlich immer gleich aus. Beide oder alle wollen ja das Rentenniveau stabil halten und das Renteneintrittsalter auch bei dem 67. Lebensjahr belassen. Jetzt muss man aber erstmal immer überlegen, wie funktioniert denn das ganze Rentensystem? Die meisten haben wahrscheinlich schon diesen Begriff vom Umlageverfahren gehört. Umlageverfahren heißt ja nichts anderes als jeder Euro, der reingeht, geht auch wieder raus, um einen Rentner seine Rente zu bezahlen, also ein Beitragszahler. Jeden Monat hat er seine Abrechnung. Dieses Geld, was auf seinen Lohnzettel hier rausgeht, geht schon direkt an den ersten Rentner. Früher, 1962, hat dieses System ja auch noch gut funktioniert, weil wir hier viele Beitragszahler hatten und wenige Beitragsempfänger, also Rentenempfänger. Plus die Rentner wurden ja nicht so alt, sprich, die haben nicht so eine lange Rente bezogen, wie es heute war. Früher war dieses Verhältnis 6 zu 1, sprich, also 6 Beitragszahler haben einen Rentner finanziert. Ja, heute im Jahr 2020 sieht es leider ein bisschen anders aus. Hier sind jetzt schon durch die demografische Entwicklung, also die Babyboomer, ja, wie es ja früher hieß, ja, sind jetzt alle, ja, gehen jetzt alle in Rente oder kurz davor. Mittlerweile ist das Verhältnis 2 zu 1 geworden. Also zwei Beitragszahler zahlen einen Rentner. Und somit hat sich ja auch immer über die Jahre hinweg der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung erhöht, ja, weil immer mehr Alte, der medizinische Fortschritt schreitet ja voran, man wird immer älter, also musste der Beitragssatz erhöht werden und das Renteneintrittsalter wurde ja auch sukzessive jetzt auf final 67 gesetzt. Und zusätzlich, das ist ja eigentlich so ein bisschen das Schlimme, das Rentenniveau wird immer weiter herabgesetzt. Ja, also ich habe hier mal da, nee, hier rum, eine Tabelle, blende ich mal eine Tabelle ein, dass man das mal sieht. Früher 1970 lag das Rentenniveau noch bei 55%, in der Spitze knapp bei 60%, ja, von seinem letzten Einkommen, was man als Rente bekommen hat. So, und jetzt sind wir aktuell, Stand heute, bei 49%, Tendenz weiter fallen, plus zusätzliche weitere Abgaben, die auf einem Rentner zukommen. Ja, siehe Besteuerungen und sonstiges, was es früher so in der Form noch nicht gab. So, das heißt, es wird hier immer weiter sukzessive nach unten genommen, weitere Abgaben, ja, werden kommen, um einfach dieses System am Leben zu erhalten. Weil man muss auch mal verstehen, jetzt im Jahr 2020, ja, wie kommt denn, also das alles, was in die Rentenversicherung einfließt, reicht noch nicht mal aus, um die Renten auch zu bezahlen. Das ist ähnlich wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da habe ich ja auch schon ein Video ge gemacht, also schaut euch das an. Auch hier in der gesetzlichen Rentenversicherung muss der Staat eingreifen. Das heißt, der Staat muss das ganze System noch bezuschussen aus Steuermitteln. Und das ist nicht mal wenig, das sind heute, Stand heute, 100 Milliarden Euro, die der Staat ja quersubventionieren muss, dass die Renten bezahlt werden. Ich habe auch hier eine ja, interessante Tabelle, hier rum, das ist immer spiegelverkehrt, gefunden, ja, wo man einfach mal die Gesamteinnahmen in die gesetzliche Rente sieht. Ist jetzt leider eine ältere Tabelle hier, das ist in Wikipedia, leider von 2010 zum letzten Mal, also mit dieser schönen Übersicht hier erstellt. Aber das zeigt ja im Endeffekt ganz klar, wo der Trend hingeht. Früher im Jahr 2000, Gesamteinnahmen sind 214.000 Millionen, sprich 214 Milliarden Euro, das in die gesetzliche Rente hineingeflossen ist. Und davon, das Bundeszuschuss, damals schon, waren es 50 Milliarden Euro. So,
Heute, 2000, damals 2010, also vor 10 Jahren, waren die Renteneinnahmen 251 Milliarden, ja, und der Bundeszuschuss aber 65 Milliarden. Also es wurde immer höher, heute sind wir bei 100 Milliarden Euro. So, aber auch interessant ist, ja, das, was rausgeht, also das untere, deswegen blende ich das hier noch mit ein, ja, von den Hand in den Mund zu leben. Also alles, was reingeht, geht wieder raus. Das war im Jahr 2000 schon, das war im Jahr 2010 schon. Und jetzt könnte man natürlich auch hier einen Aufschrei machen. Was? Einnahmensüberschuss von, ja, ganzen 2 Milliarden Euro. Also ich wäre natürlich froh, wenn ich 2 Millionen Euro hätte. Aber auf die Gesamtsumme betrachtet sind es, wie es hier unten dargestellt wird, 0,82%. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt ein Mathematikprofessor sein musste, um zu errechnen, dass das nicht sehr, sehr, sehr viel ist, dass das wirklich sehr mickrig ist und dass das System ja hier schon an seine Grenzen kommt. Also hier auch da, der Bund muss ja immer mehr bezuschussen, dass das System überhaupt weiter funktioniert. So, wie sind denn jetzt die Pläne von den verschiedenen Parteien? Also die FDP drängt ja darauf, eine vorgebundene Rentenversicherung einzuführen, ja, dass einfach die Beiträge, ja, verzinst werden, ja, oder beziehungsweise entwickelt werden durch die Aktien, durch die ganze Wertentwicklung, die wir hier am freien Kapitalmarkt haben. Ja, das kann natürlich nicht heute batz umgeschichtet werden. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber es muss natürlich, ja, Step by Step langsam mal passieren, dass immer mehr Gelder quasi kapitalgebunden werden, dass hier irgendwo mal ja, aus den Zinsen heraus erwirtschaftet werden können. Andere Länder machen das schon vor mit ihren eigenen Staatsfonds. Deutschland ist ja natürlich da immer so ein Aktienfeind, ja, aber es muss sich natürlich irgendwann verändern, weil jetzt betrachten wir mal noch weiter, wie es weitergehen wird oder wie es weitergehen kann. Ich weiß noch früher, meine Mama, mein Papa haben sehr früh angefangen zu arbeiten, in der Regel schon also zum Teil mit 15, 16 Jahren. Heute, ja, was machen die Leute? Die Schule, okay, nach der Schule macht man erstmal eigentlich so ein soziales freies Jahr, ein Auslandsjahr, beziehungsweise die Leute studieren viel mehr. Also heute gibt es viel mehr Studenten als auch damals. Sprich, heute fängt man auch viel später erstmal an, überhaupt zu arbeiten. Ja? Und medizinischer Fortschritt. Früher, 1960, also war es eine Besonderheit, wenn man 100 wurde. Heute ist es schon fast die Regel. Also das heißt, die Rentner werden immer älter. So, es ist natürlich immer schön und gut, wenn die Politik ja Versprechen macht, dass ja das Eintrittsalter und die Beitragssätze nicht erhöht werden. Aber ich frage mich nur, wie soll das denn funktionieren? Also ein gesunder Menschenverstand, mein gesunder Menschenverstand sagt doch, okay, ja, wir müssen die Renten weiter erhöhen, also die Beitragssätze, beziehungsweise das Renteneintrittsalter noch weiter nach hinten legen, zum Beispiel auf 70. So, damit hier die Lücke ja, gedeckt werden kann. Oder natürlich, man holt noch Gruppen ran, die jetzt noch nicht einzahlen, zum Beispiel wie die Beamten und Selbstständige, die jetzt hier ja, noch aus dieser Rentenversicherungspflicht herausgenommen sind, objektiv betrachtet. Ja, kann man jetzt halten, was man davon will. Aktuell ist es eben so. Also man muss auch hier gucken, ja, dass natürlich da mehr Beitragszahler hineinkommen, die dieses System noch weiterhin unterstützen. Und um in Rente zu gehen, also man muss ja auch nicht mit 67 in die Rente gehen, man kann ja auch schon früher in Rente gehen, also frühestens ab dem 63. Lebensjahr, allerdings dann mit Abschläge. Das heißt, wenn dir eine Rente, also der Rentenbescheid zukommt, dann kriegst du hier, wenn du früher in Rente gehst, jeweils einen Abschlag ausgerechnet für jeden Monat. Also wenn du jetzt 63 ist das früheste und dann für jeden Monat, den du länger quasi dann arbeitest bis zum 67. Lebensjahr, für jeden Monat zahlst du hier also weniger dann einen Abschlag. Umso früher du in Rente gehst, zahlst du dementsprechend einen höheren Abschlag, wenn man es sich denn leisten kann. Weil auch hier wieder ist natürlich das Thema ganz klar, private Vorsorge. Es ist natürlich ganz wichtig, weil man sieht ja, dass das ganze System nicht, ja, künstlich am Leben erhalten wird, ja, oder beziehungsweise vom Staat subventioniert wird. Und ich persönlich verlasse mich nicht gerne auf den Staat. Ich verlasse mich nur auf mich selber. Das heißt, also deswegen drängt man ja auch immer wieder darauf, ja, privat vorsorgen, was ja immer wichtiger wird. Andererseits natürlich wird es immer schwieriger, wenn die Beitragssätze sich zur gesetzlichen Rentenversicherung immer weiter erhöhen, weil man zahlt ja schon sehr viel in so ein System ein. Und wenn ich jetzt mal überlege als Versicherungsmakler, okay, also sag jetzt mal, der Arbeitnehmer verdient 3.000 Euro, so, und der Beitragssatz ist bei rund 18, 19%, so, und ich würde jetzt so eine also private Rentenversicherung an den Kunden vermitteln. Ich glaube, ich wäre morgen arbeitslos, beziehungsweise hätte so viele Anklagen am Hals wegen Betrug, wegen keine Ahnung. Ja, weil einfach dieses System, also was ja dann im Endeffekt rauskommt,
nichts ist. Ja, also wenn man sich dann überlegt, du zahlst dann, wenn du 3.000 Euro brutto verdienst, was weiß ich, so um die 500, 600 Euro in das System ein, kriegst aber dann nur 50% von deinem letzten Einkommen, also sprich 1.500 Euro, die du dann auch noch versteuern musst, sprich unterm Strich bleibt dann vielleicht, keine Ahnung, 1.000 Euro oder sowas übrig. Das ist nicht gerade sehr viel. Also da muss sich auf jeden Fall grundlegend was ändern, weil, ja, das System ist absolut veraltet. Das ist so, wie wenn du ja noch einen alten Trabant fährst, wo du vorne hier noch den Dinger da anschmeißen musst, dass der Motor läuft und hast keine elektrischen Fensterheber, also so ein komplett veraltetes Auto. So ist es mit der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Finanzierungsmodell ist absolut veraltet. Und ja, klar, der Mensch ist halt so. Man tut immer schwierig von seiner Meinung abwägen, beziehungsweise Systeme, die eingeführt werden, sind immer schwierig zu ändern. Aber ja, das jetzt mal so als kleine Übersicht für euch, ja, wo da auch die Reise hingeht. Also ich bin da auch der Meinung, dass die Beitragssätze sich erhöht werden, beziehungsweise das Rentenniveau noch weiter herabgesenkt wird und dass das Renteneintrittsalter auch noch erhöht wird. Was ist deine Meinung dazu? Sehe ich das irgendwie falsch? Da habe ich jetzt hier irgendwelche falschen Sachen erzählt. Lass mir da gerne auch mal eine Kritik da, dass wir darüber reden können. Das war es jetzt erstmal für heute, für mich, für mein Video. Das heißt, wenn dir das gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen und wir sehen uns dann ja im nächsten Video wieder. Bis dahin, Servus und ciao.